Düsseldorf im Februar 1966. Die akademische Welt war da noch elitär und in Ordnung. Die revoltierenden Studenten übten noch und die Professoren der neuen Universität legten Wert auf Etikette. Der ideale Rahmen also für gesetzte, visionäre Worte. Was Kultusminister damals noch sagen konnten: Die Zukunft, so lautet die These, habe das Land für sich, dem es gelinge, eine größtmöglichste Zahl von Menschen zu erziehen, deren fachliches Wissen imstande ist, die uns umgebende Maschinenwelt zu lenken und zu beherrschen. Mit diesem dürftigen Brief und seiner gewichtigen Unterschrift verfügte Paul Mikat die Gründung der Universität. Im Alleingang. Selbst die Professoren erfuhren die Nachricht erst aus der Zeitung. Der hat auf einmal aus dieser ehemaligen medizinischen Akademie eine Universität gemacht. Ohne Landtag, ohne Gesetz, einfach durch eine Umbenennung. Das war ein ganz raffinierter, darf man sagen, geschickter Schachzug. Und es hängt damit zusammen, das hat mir nachher Professor Mikat erzählt, dass ja in Westfalen schon 4 Universitäten existierten oder in Planung waren und hier waren nur 3. Es war also Köln, Bonn und Aachen. Und so war also im Rheinland zur ausgleichenden Gerechtigkeit eine 4. Universität an sich vorgesehen. Der Universitätscampus, damals eine gigantische Baustelle. Doch in der Anfangszeit wusste man sich zu helfen. Für die Förderung der Wissenschaft, für Freiheit und Toleranz in Lehre und Forschung. Wir hatten ja überhaupt keine Räumlichkeiten für die beiden neuen Fakultäten. Und da wurde Folgendes gemacht, da gelang es Gott sei Dank durch die Unterstützung von Dr. Henkel, Konrad Henkel, bei den Henkelwerken ein chemisches Labor für unsere Chemiker zu bekommen. Und die haben also dort erstmal die Chemiker ausgebildet. Was der Universität noch fehlte, war ein passender Name. Sehr schnell dachte man an Heinrich Heine. Doch bis die Universität endlich den Namen des bekannten Düsseldorfers trug, vergingen 22 Jahre. Dann konnte Johannes Rau sich freuen. Endlich, endlich. Das dachten sich auch die meisten hier versammelten Professoren. Der unsägliche Streit, der auch international zu Irritationen führte, fand ein unspektakuläres Ende. Heute bewegen Lehrende und Studierende ganz andere Probleme. Zum Beispiel, was mache ich nach dem Studium? Viele Studenten wollen in der Wachstumsbranche Kommunikation arbeiten. Üben können sie schon auf dem Campus. Neue Studiengänge wie Medienwissenschaften ermöglichen den Einstieg ins Journalistengeschäft. Sehen die Radiomacher von Radio Campus das genauso? Warum? Ich glaube auch, dass Medienwissenschaften von vielen Studierenden missverstanden wird als journalistische Ausbildung. Das ist es, muss man klar sagen, eigentlich nicht. Zumindest nicht, ist nicht so gedacht. Medienwissenschaften ist ein wissenschaftliches Studium, das sich mit den Medien beschäftigt, viele Ansätze hat, philosophisch, pädagogisch, sprachwissenschaftlich, wie auch immer, und soll nicht direkt zum Journalisten ausbilden. Dennoch, trotz der gebotenen Skepsis, wählen viele Studenten praxisorientierte Veranstaltungen. Wie hier in der Zeitungslehrredaktion der Medienwissenschaften. Studierende können hier nicht nur Themen recherchieren, sondern sie gleich verarbeiten, bis zum fertigen Layout. Die Macher der Medienwissenschaftler wollen in erster Linie aber keine Journalisten ausbilden, sondern PR-Fachleute. Warum? Weil es uns wichtig ist, dass die Absolventen, die als PR-Experten arbeiten sollen, das Arbeitsfeld derer kennen, mit denen sie arbeiten, das heißt das Arbeitsfeld der Journalisten. 30 Jahre Universität, das sind mindestens 5 Studentengenerationen. Haben sich denn die Studenten oder ihr Lebensgefühl verändert? Wir fragen jemanden, der es wissen muss. Die sind genauso geblieben wie vor 16 Jahren. Alle lieb, nett, freundlich, kritisch sind sie, sozial eingestellt. Der eine hilft dem anderen. Also da hat sich in den ganzen Jahren nichts geändert. Doch, etwas hat sich geändert. Im Unibütchen kann Student jetzt seine marode Kasse aufbessern und Lotto spielen. Bei uns haben Leute auch schon gewonnen. Und zwar letztens 5 Studenten, die haben 5 richtige gehabt und haben dann sehr viel Geld. Die haben sich sehr gefreut. Die Uni Düsseldorf. Für viele ein Gewinn. Wenn Professor Herbert Anton an einem sonnigen Oktobertag vor nur spärlich besetzte Ränge tritt,
ist er alles andere als zerknirscht. Schließlich kann er sich über mangelnde Teilnahme normalerweise nicht beklagen. Der 60-jährige Germanist ist beliebt wie kaum ein anderer seiner Zunft. Und auch die wenigen Getreuen heute spüren, hier ist kein Verwalter von Schulwissen am Werk, sondern ein Hochschullehrer aus Leidenschaft. Es ist eigentlich immer neu, ich bin auch immer aufgeregt, weil die Situation ganz fremd ist. Es kommen einige bekannte Studenten, aber viele neue Gesichter. Und die innere Ruhe, die wir Lehrer brauchen, die tritt eigentlich erst nach der ersten Sitzung im Semester ein. Das heißt, Sie haben auch sowas wie Lampenfieber? Ja, natürlich, immer. Das wird sich auch wohl nie mehr ändern. Würden Sie sagen, Universitätsprofessor heutzutage an einer deutschen Universität ist ein Traumjob? Das würde ich bedingt sagen. Ich weiß nicht, in welcher Job in unserer Gesellschaft überhaupt noch ein Traumjob ist. Es mag Unterschiede mit sogenannten Traumfrauen geben, da kommt ja der Begriff vielleicht auch her. Und wie das mit denen ist, will ich auch offen lassen. Es ist genauso harte Arbeit wie eigentlich in jedem Beruf. 30 Jahre ist sie alt. Seit 8 Jahren trägt sie den Namen Heinrich Heines. Doch die Lyrik der Dichtung steht auch an der Uni Düsseldorf dem prosaischen Alltag gegenüber. 12.000 Studenten waren dereinst vorgesehen. Inzwischen steuert man allmählich auf das Doppelte zu. Dennoch bringt jeder einzelne von ihnen noch immer Träume und Hoffnungen mit. Die Uni ist immer noch ein Ort der Prägung. Dass die Arbeit im stillen Kämmerlein den Techniker Reinhard Ledwohn auch nach 16 Jahren nicht zum Einsiedler gemacht hat, daran sagt er, seien auch die Studenten schuld. Neben den direkten Kontakten zum akademischen Nachwuchs im Labor drängen nämlich mancherlei Schicksalsschläge vom Gang draußen zu ihm in die gute Elektronikerstube. Semester für Semester immer wieder Jubel, Ärger, Heulen und Zähneklappern. Der 56-Jährige fühlt im Stillen mit, denn auch seine Tochter studiert. An der Universität zu arbeiten, hält das jung auch in ihrem Job? Ja, wenn man mit jungen Leuten zusammenkommt, lässt sich das nicht vermeiden. Irgendwo bleibt ja dann auch diese Spontanität bleibt ja dann irgendwo auch hängen. Ne? Sind Sie auch bei den Zechereien zugelassen, bei den studentischen? Eigentlich ja, muss ich sagen. Eigentlich ja, aber man macht wenig Gebrauch davon. Ne? Warum? Einmal erlaubt es die Zeit nicht, weil es ja häufig in der Arbeitszeit geschieht oder zumindest in meiner Arbeitszeit geschieht. Und zum anderen, ich weiß nicht, ob ich immer gefragt bin. Wenn es stimmt, dass ein voller Bauch nicht gern studiert, dann gehen die langen Studienzeiten hierzulande auch auf ihre Kappe. Zusammen mit rund 60 Mitarbeitern sorgen in der Unimensa 10 Köche dafür, dass die Bildungshungrigen auch leiblich nicht zu kurz kommen. Was schätzen Sie denn an den Studenten? Ja, ich bin selber auch sehr jung, die sind auch alle jung. Das ist gut, mit jungen Leuten zu arbeiten. Ja, also lieber als mit Älteren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein bisschen mehr Pep hinter. Ich habe vorher schon im Altersheim gearbeitet und da war halt ziemlich eintönig. Immer dasselbe, man hat keinen Kontakt zu den Leuten gehabt und hier sieht man sie. Kommt in Kontakt mit den Leuten, lernt auch welche kennen, auch privat. Und auch privat? Anderes. Ja, auch privat. Jeden möchte man aber nicht kennenlernen. Bestimmt nicht jene, die immer noch nörgeln, trotz gut gelaunter Köche und erlesenstem Studentenfutter. Manche werden also schon sehr, sehr motzig dabei. Also da wird man schon ein bisschen stinkig. So, man muss trotzdem eine Ruhe bewahren und nett sein. Das ist nicht immer leicht. Ne? Aber Sie dürfen sich wehren? Eigentlich nicht. Man soll immer nett sein und halt in sich hinein ist man schon wütend, aber man zeigt es dann nicht so. Ne? Eigentlich säße er viel lieber hinter den Büchern als hinterm Schreibtisch, bekennt Professor Gerd Kaiser freimütig, seit 13 Jahren Rektor der Uni Düsseldorf. Doch auch wenn er als Institutschef inzwischen weit öfter störrische Politiker zu überzeugen habe als wissbegierige Studenten der älteren Germanistik, sei die Uni für ihn immer noch der Platz an der Sonne. Ich wüsste keinen anderen Beruf, der mich intellektuell so angespannt, so jung und am Ende wahrscheinlich auch fruchtbar hält, wie in einer Universität zu sein. Dann sind Sie zumindest beruflich gesehen wunschlos glücklich. Oder hätten Sie noch Sachen, wo Sie sagen würden, also da möchte ich noch hin? Beruflich bin ich wunschlos glücklich. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch wollen sollte. Nein, nein, ich will möglichst lange noch an der Universität bleiben. Nicht als Rektor, das meine ich nicht, aber
hier unter den Menschen und mit den jungen Leuten und mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen sein, das ist eine enorm spannende Angelegenheit. Ich kann mir wenig Spannenderes vorstellen. Jetzt am Nachmittag, da der Kopf langsam voll und der Magen langsam leer zu werden droht, findet manch einer den Weg in den Tante-Emma-Laden auf dem Campus. Mit Nahrung, Schreibwaren und Rauchwerk versorgt Horst Mittelstädt seit über 16 Jahren Jung- und Altsemester. Eine Frohnatur wie seine Frau Magdalene. Beide kennen und schätzen sie ihre Studenten. Die sind offen, die sind frei, die sind ehrlich, die bewegen sich hier gut. Die lassen sich, sind auch natürlich in ihrem gesamten Umgang. Es kommen auch Studenten, die uns besuchen, wenn sie mal gerade in der Uni sind. Die fertig sind? Die fertig sind. Die sagen, ich wollte euch mal besuchen kommen. Viele. Mit Kind, Familie. Das gibt's auch. Auch als moderner Massenbetrieb bleibt die Universität ein Ort des Einzelschicksals. Ein Ort also, an dem es sich denken und leben lässt. Ich muss rückblickend sagen, es war eine wirklich große Erfüllung meines Lebens, als Hochschullehrer zu arbeiten.